Also ganz ehrlich, du kriegst ja überall beschissene Rätsel, weißt du, das ist das erste Ding, wo kein Rätsel ist, da stolpert auch noch drüber. Hier. Greifarm und entferne alle vier Kisten. Stecke die Pfeile in die Felder neben den Zahlen rechts. Die Zahlen verraten dir, um wie viele Felder der Arm sich in die ausgewählte Richtung bewegt. Was? Die Reihenfolge ist von oben nach unten und von links nach rechts. Was? Drücke auf den roten Knopf zu beginnen. Was? 3. 1, 2, 3. Also nach oben. Dreimal. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Okay. Dreimal. Wir können jetzt dreimal nach oben, aber dann sind wir schon da. Das heißt, da kommen wir gar nicht hin. Wir müssen jetzt 1, 2, 3. Ne, der ist schon hier auf dem Feld. 1, 2, 3 nach da. Nach oben ist schon richtig. Das hier ist aber falsch. Das war nur zufällig, dass es geklappt hat. Wir müssten dann, wenn wir hier in dem Feld sind, 1, 2, 3 nach oben. Und 1, 2. Ne, 1, 3 nach links. Und dann 2 nach oben, dann nochmal 2 nach links, dann 1, 2, 3 nach rechts, 3 nach rechts und einmal nach oben. Das müsste theoretisch, oder? Oder? Also bitte, also Freunde, oder? Also, ding, ding. Naja, wenn man es erstmal kapiert, ist es einfach. Also das war eigentlich relativ easy. Gut. Das war easy going. So, jetzt haben wir hier noch direkt, was ist das hier? Schrankschlüssel. Und natürlich ein Wagen. Wagenheber sind immer kaputt. Wagenheber sind immer kaputt. Da fehlt immer... Da ist Kot drin. Das Mittelstück ist verrostet. Okay. Da haben wir natürlich noch eine schöne Kurbel. Wo braucht man die Kurbel nochmal? Hier drin, ne? Da musste man ein bisschen fröhlich durch die Gegend kurbeln. Was ist das hier? Kaputte Fernbedienung. Natürlich, alles kaputt. Blompf, da haben wir's. Natürlich. Da ist ein Seitenschneider, da ist wieder eine Tasche mit irgendwas drin. Wir müssen wieder, also wir müssen hier echt viele Taschen klauen. Ne, wir müssen hier echt sehr, sehr viele Taschen, naja, was soll's. Hier ist der Seitenschneider. Ab durch den Zaun, hin zum AKW. Ja, so. Halloween. Oh. Ganz ehrlich, also jetzt mal unter uns, ne? Straßenfeste. Straßenfeste ist eine super Sache. Ich find's auch schön, wenn überall Wimpel hängen und so Sachen, ne, und alles geschmückt ist. Aber ganz ehrlich, guck dir mal diese abgefuckte, ekelhafte, miese, dreckige Gasse an. Hier, wo, ganz ehrlich, hier. So, das hier ist symbolisch für die gesamte Gasse. Ist ja einfach toxisch. Und dann hier so eine schöne Halloween-Dekoration. Das hängt doch hier keiner hin. Wer feiert denn in dieser Gasse Halloween? Schickst du da die Kinder rein oder was? Was, warum? Ach so, wir müssen ja, das ist ein Wimmelbild. Ach so, ja, gut, erklärt einiges, aber trotzdem, warum?
So, ja, fröhlich Öl. Basie. Ein Fußball. Fußball? Eine Gießkanne. Ach du Scheiße, die habe ich noch gar nicht gesehen. Die Gasmaske habe ich schon gesehen. Den Schlauch habe ich schon gesehen. Die Bananenschale habe ich schon gesehen. Das Kätzchen habe ich schon gesehen. Das Dreieck habe ich schon gesehen. Die Flasche habe ich schon gesehen. Das Ding habe ich auch gesehen. Die Gießkanne. Gießkanne, Gießkanne, Gießkanne. Und ein paar alte Boots. Ein paar alte. Sind das die Boots? Nein. Achso, hier vorne direkt. Eine Gießkanne. Die Gießkanne ist immer irgendwas, was ich nicht sehe. Immer dieses eine Objekt da hinten, ne? Alter, wie gemein. Hinter dem Banner. Und dafür kriegen wir Rostschutz. Na, so ein Zufall. Aushilfe gesucht. Wir kriegen dauernd irgendwelche Auszeichnungen. Ich weiß gar nicht warum. Wir müssen einfach gut sein. So. Flups. 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 Was ist das hier schon wieder? Batterien. Natürlich. Münzen, Batterien. Immer eins von zwei. Oh, jetzt kommen die ganzen Tipps rein, wo die alle sind. Entschuldigung. Ich habe da einfach durchgezwiebelt einfach. Da war ich unaufhaltsam. So. Oh, da fehlen ja noch Knochen. Wie gemein. Ein Piratensymbol. Aha. Batterien, Rostlöser. Irgendwas war hier noch rostig. War das hier? Wo war denn das? Das war nicht hier, oder? Irgendwas war hier noch rostig. Irgendwo war noch was Rostiges. Ich habe vergessen, was es war. Hier haben wir fast alles ausgeräubert. Da müssen wir da noch rin. Der Wagenheber war rostig. Ja, der war rostig und da haben wir auch direkt Knochen. Easy going. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Bams. Einfach alles klauen. Ein Feuerzeug und Insektenspray. Hm. Ah, der Wagenheber ist jetzt aber repariert. Dann gehe ich schon mal zurück. So. Erstaunlich, dass wir diesmal den Wagenheber nicht selbst zusammenbauen mussten, wie sonst immer. Quietsch, quietsch. Ich brauche ein Radkreuz. Natürlich, wie wär's mit dem Feuerzeug? Insektenspray, hier. Okay. Klebeband? Erst Insektenspray, dann Klebeband. So. Eine Gruselgeschichte. Woher weiß die überhaupt, dass eine Gruselgeschichte erzählt? Das kann die gar nicht wissen. Die sind auch festgefroren. So, Freunde, das hier wollte ich machen. Tot. Der ist einfach tot. Da hat er gerade was Klebriges produziert, wie man gesehen hat. Okay, zweite Batterie. Und was ist das da Wunderschönes? Eine Luftpumpe. Na, großartig. Aber die Reifen sind ja eh kaputt. Die hier können wir nicht mehr aufpumpen. Wir müssen da oben welche aufpumpen, oder? Ich glaube nicht, dass es hier noch was bringt, die Reifen aufzupumpen. Wo ist denn die Luftpumpe? Achso, das ist die Luft. Erkennt man gar nicht. So. So, da hinten kommen wir nicht mehr rein. Da haben wir alles gemacht. Da hinten haben wir auch alles gemacht. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Ein Feuerzeug. Am Motorrad können wir auch nichts mehr machen. Hier sind Reifen. Welche Reifen soll ich denn... Da hinten sind nur noch Reifen. Welche Reifen soll ich denn nehmen? Wir sollten Reifen aus der Werkstatt holen. Das ist aber merkwürdig. Haha, wurde mir gerade verraten. Chamäleon-Objekt. Chamäleon. Schammer, 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 Chamäleon. So, was haben wir denn alles bekommen? Wir haben eine Luftpumpe bekommen, wir haben Feuerzeug bekommen, wir haben Batterien bekommen, wir haben eine kaputte Fernbedienung. Was heißt denn kaputt? Fehlen da Batterien? Ah ja, da hat jemand draufgetreten und sie braucht Batterien. Okay, also noch Klebeband rum. Zumachen. Einmal zukleben. Und wir haben eine schöne, heile Fernbedienung. So. Und dann würde ich mal sagen, machen wir mal auf den Lachs. I am Atropos, the fate who severs the threads of human life. The Greys were destined to die in that plane crash, but they escaped.
Kauf dir mal ein Gesicht, Oma. The Greys must die. Meddle not in the affairs of fate, mortal. Return from whence you came. Mein Kajal ist verlaufen, darum bin ich sehr böse und ungehalten. Und ich winke mit meiner linken Hand beständig in die Kamera, während meine rechte ein bisschen retarded aussieht. Ich bin die Omi-Liebe. Atropos. Warum hat sie sich mir noch nie in den Weg gestellt? Warum denn jetzt? Und was für ein schönes Kleid. Das hat da kaum was verborgen. So, was haben wir? Info erneut. Wie? Ich weiß, was ist... Hä? Ernsthaft? Hallo? Es war hier. Hä? Soll ich hier jetzt... Ist das hier Memory-mäßig irgendwas? Ich kann aber nicht alles machen. Achso, das hier muss erstmal... Muss das erstmal weg, oder was? Ich blick's noch nicht ganz, ehrlich gesagt. Wir haben hier das Schild und das... Ach, jetzt kann ich's anwählen. Okay. Bretter haben wir keine zwei. Hier haben wir zwei Luftpumpen. Luftpumpen. Leitern haben wir auf jeden Fall. Hallo? Ah, aber wir haben zwei Bretter. Nein, dazu brauche ich erstmal die Luftpumpe. Da ist die Luftpumpe. Pumpe. So, Leiter. Da gucke ich nicht mal in die Videoinfos. Das Hütchen hier geht nicht. Ernsthaft. Also wir müssen erstmal aufräumen, oder was? Ah, ach, das ist ja super hilfreich. Okay, hier muss ein ganzes Auto rein. Klaro, warum auch nicht? Warum steht denn das hier in der Garage, frage ich mich. Eine Schere, hallo? Eine Schere da rein, eine Kneifzange da rein. So, Schere. Das Ding hier. Ich sehe nicht alles, ehrlich gesagt. Hier Ölkanne, packen wir da rein. Zwei Bälle. Als wär's da vorher so aufgeräumt gewesen, weißt du? Glaubst du selber nicht. Hier ist noch ein Ölkännchen. Das Ding kommt bestimmt da rein, oder? So. Oh. Da muss ich erstmal ganz kurz Nase jucken. Und hier fehlt einfach nur noch ein Ölkännchen. Ach, das hier. Das sah gerade einfach aus wie ein Hut. Welch wundersame Automatik, die einfach aufgeht, wenn man das Zimmer aufräumt. Das wünschen sich Mütter überall auf der Erde. Aber wahrscheinlich verhungern dann die ganzen Kinder. So, wir haben schon ein von zwei Reifen. Vielleicht kriegen wir da unten... Da ist gar nichts mehr drin. Die Reifen sind gut, aber zu groß. Wir brauchen also noch einen Reifen. Wo kriegen wir denn noch einen Reifen her? Vielleicht aus der Bullenschaukel, aber wahrscheinlich nicht. Was wir jetzt mal machen, ist erstmal hier das Ding. Schraube. Erstmal aufschrauben. So. Need for Speed 35. Yeah. Alter. Was eine krasse Oma. Der Mörder ist geschnappt. Nun muss ich das Auto der Grace reparieren. Krasse Scheiße. Da kriegen wir noch ein Wagenkreuz und noch einen zweiten Satz. Das ist natürlich super. Das ist natürlich total geil. Okay. Wagenkreuz. So. Machen wir gleich beide automatisch. Ganz easy. So, das reicht schon für die. So, mit dem Radkreuz kann ich neue Reifen anbringen. Ja, natürlich, dann leg mal los. Quiek, quiek, quiek. Quiek, quiek, quiek. Quiek, quiek, quiek. Quiek, quiek, quiek. So, ich muss da gar nichts machen. Spiel vorbei. Echt. Also, wenn das jetzt vorbei ist, dann lache ich aber. Ist der Typ eigentlich gefahren? Wie ist der Typ eigentlich gefahren, wenn auf dieser Seite des Autos die beiden Räder kaputt sind?
auf dieser Seite des Autos die Räder kaputt sind. Wie ist der gefahren? Normalerweise, wenn du fährst und da vorne ist ja so ein Nuckelding da, ne, so Spikes, dann natürlich die beiden Vorderreifen, das verstehe ich. Aber die beiden? Selbst wenn er in die Kurve gegangen wäre, so mit dem 360, ne, nicht 360, aber mit dem 180 quasi, ne, mit dem 90, mit dem 90 sozusagen in die Kurve, dann hätten es die auf der linken Seite sein müssen, es sind immer die auf der rechten. Das heißt, er ist eigentlich andersrum abgebogen. Entweder wollte er die Kinder auf dem Bauernhof überfahren oder er wollte in die Leitplanke in den Wald Selbstmord begehen. So, ich gucke zu viel Monk. So, okay. Also das ist auf jeden Fall nicht richtig. Huch. Das sieht ein bisschen eklig aus. Okay. Das müsste reichen. Ich sollte in die Gegenwart zurückkehren und sehen, ob sie noch am Leben sind. So weißt du, so voll emotionslos. Ja, vielleicht reicht's ja. Ich guck mal. Vielleicht leben die ja wieder. So, ich bin mal kurz weg. Jackie, I did it. I saved your parents from Greg Duffy. Greg Duffy? What are you talking about? Never mind. Where are your parents? Auntie, are you feeling okay? They died in a fire 20 years ago. Nein! Fenster explodiert! Fuck! Jackies Eltern sind doch gestorben? Ich darf nicht aufgeben. Ich muss Jackie helfen. Und die sind trotzdem wieder hier rum. Wo ist denn der Globus? Der Globus ist weg. Here, Auntie. Oh. I want them to reopen the case. That fire wasn't an accident. Kein Unfall. Miss Gray, these are the materials recovered from the Gray house after the fire. Mm-hmm. Perhaps you'll find one that will help you visit the past. Auntie, please. Go to the past and save my parents. Das habe ich ja schon mal gehört. Echt? Schon wieder? Ich gehe erstmal duschen. Der Globus ist weg. Ich kann den nicht mehr klicken. Hier war der Globus und der war nämlich das komische Morph-Item. Der ist jetzt aber nicht mehr da. Gemein. April 23rd. Investigation of the fire at the Gray. Two victims, Alexander and Natalia Gray, were in their house on Franklin Street at the time of the fire. Also, Franklin? Was? Wie Franklin? Was ist denn Franklin? Ach so, Benjamin. Due to another fire raging in the city, the fire engine was late arriving to the scene. The Grays are survived by their young daughter, Jackie Gray. Her aunt and uncle, Louisa and John Gray, are going to adopt her. Our preliminary examination indicates the fire started in the kitchen, likely due to an electrical malfunction. Ach so. Ja. Na, Kurzschluss. Da ist so Kabel. Kurzschluss. Durchgebranntes Kabel. Hier. Wo ist denn hier? Was soll denn hier der Kurzschluss sein? Hm? Da ist so ein Kabel. Das ist doch sehr kurzschlüssig. Hier ist eine, das ist wohl nicht so. Soll das hier der Kurzschluss sein? Ernsthaft? Witnesses claim they couldn't enter the apartment because the doors and windows were jammed shut. Almost like someone was holding them closed. We're considering the possibility this is an act of arson. If so, it's clear the attacker intended to burn down the whole house, killing its occupants. Aber ist das jetzt noch Patrick Duffy oder ist das nicht? Oder gibt es hier einfach 30 Millionen Massenmörder? Das gesamte Gebäude. Ach hier, das ist ein Gebäude. New evidence has come to light that disproves the arson theory. Our expert electrician said rats chewed through the basement. It's strange. The Grays barely missed a deadly plane crash 2 years ago, but now it's like death caught up to them. Vor 2 Jahren entkamen die Grays durch puren Zufall einem Flugzeugabsturz. Aber ganz kurz, von der Logik her. Im Flugzeug sind welche gestorben. Durch eine Flugzeugbombe, letztes Mal. Dann sind wir in die Vergangenheit gereist und haben die Karre repariert. Irgendwie die Story erschließt sich mir gerade nicht. Wir sind in der Vergangenheit zurückgereist, um den Mord durch einen Massenmörder zu verhindern, obwohl ein Flugzeug explodiert ist. Und jetzt sind die gerade durch puren Zufall einem Flugzeugabsturz entkommen, obwohl wir ihr Auto repariert haben. Das
Okay, Flugzeug. Hier, Flugzeug. Aaron, are you done playing with your new recorder? Come on, we couldn't find anything else. Let's call it a night, alright? Ach so, da kommt jetzt einer rein und sagt, hey, ist schon spät. Und das müssen wir jetzt auch anklicken. Wo ist denn eine Uhr? Wo ist denn spät? Suchst du ernsthaft nach einem Sinn in dem Game? Och, komm schon, es ist spät. Wo ist denn eine Uhr? Ich sehe, hier ist eine Uhr, aber die können wir natürlich nicht. Sieht hier jemand eine Uhr? Das hier ist ein Mond? Achso. In conclusion, the evidence we collected indicates an accidental fire due to faulty wiring. So war das. And, well, I guess this case is closed. No, it ain't. Fall. Wo ist denn hier der Fall? Der Fall. Der. Ach, hier, Fallakte.